Hey Leute, heute zeige ich euch mal wieder ein neues Video. Was heißt mal wieder? Endlich mal wieder. Und zwar zeige ich euch, wie die Zugstämme, beziehungsweise andere werden es unter Muscle-Up kennen, an den Ringen geht. Und dann fangen wir auch gleich mal an. So, hier seht ihr gleich mal, wie die Zugstämme nachher aussehen soll. Genau. Und vom Kraftmäßigen müsst ihr da zum Beispiel folgende Vorübung können. Also ihr müsst ca. 5 bis 10 Klimmzüge schaffen und außerdem solltet ihr noch 5 bis 10 Dips schaffen. Das seht ihr hier noch. Genau. Wenn ihr das vom Kraftmäßigen so ungefähr hinbekommt, dann könnt ihr gleich mal anfangen, die Technik zu üben. Und zwar ist es da wichtig, die Handfläche über den Ring zu haben, so dass ihr den Ring beim Knöchel habt. Das macht ihr bei beiden Händen, den Ring über den Knöchel bringen und dann habt ihr einen guten Griff zum Wechseln. Genau. Als nächstes habt ihr die Hände so lange es geht zusammen und macht einen Klimmzug und versucht dann zu wechseln. Und wenn ihr das gemacht habt, versucht ihr die Schultern vorzubringen. Genau, damit ihr dann nach oben drücken könnt. Hier noch einmal im Ganzen. Also den Griff, Hände nah am Körper, Schulter nach vorne und dann durchdrücken. Nochmal, Hände nah am Körper, solange es geht, bis zur Brust. Schulter nach vorne bringen und durchdrücken. Am Anfang ist auch Hilfestellung sehr hilfreich, wenn jemand unten ein bisschen hochdrückt, aber da auch bitte nicht zu sehr, weil das hat mehr Lerneffekt, wenn er es selber macht. Nur so viel, dass er es gerade so schafft. Das ist dann am besten. Genau. Jo Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Dazu ist auch ein bisschen mehr Training erforderlich. Deswegen gebt nicht zu schnell auf. Und ja, ich versuche jetzt, wie in jedem Video, mehr Videos zu machen. Ich war jetzt die letzten paar Wochen etwas faul, was das anbelangt. Aber ja, genau, auf Baturi Sports wird demnächst ein Sideflip Tutorial kommen, das wir jetzt gleich im Anschluss noch drehen werden. Und ja, da könnt ihr dann mal drauf schauen. Das wird die Tage hochgeladen. Ich kann dann auch einen Link in die Beschreibung hauen. Genau, also ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal.